Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SE Talk. Bin auf der PDEC 2024. Gold hat heute ein neues All-Time-High gehabt und deswegen interessiert mich natürlich vor allem die Marktmeinung. Bei mir ist Tarek Tede, er ist Finanzjournalist, Investor-Magazin, ein paar andere Sachen schreibst auch noch, tust auch noch rundherum, du bist auch Berater, du machst eigentlich ziemlich alles so, was in diesem Sektor zu tun hat. Aber nicht nur Rohstoffe, ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, denn wenn man nur im Rohstoffsektor ist, sieht man natürlich auch nur den Sektor und dann wird man ein bisschen betriebsblind, würde ich mal sagen. Wir sind heute schon am dritten Tag, heute ist der dritte Tag, der vorletzte Tag. Wie siehst du die PDEC? Wir haben zwar ein neues All-Time-High, die Stimmung, wenn man die Stocks anschaut, bis auf gestern, eher verhalten, das ganze Jahr verhalten, das ganze letzten 10 Jahre eigentlich verhalten. Mhm. Wie siehst du den Markt? Ja, also Stimmung, dass Gold jetzt mal gestiegen ist und auch Silber mitgezogen hat, ist eigentlich ganz gut. Das tut dem Markt mal ganz gut. Gestern sind auch viele Aktien angesprungen. Das ist auch sehr gut, weil bisher eigentlich immer die Aktien zurückgeblieben sind. Also die haben, wenn du das so langfristig siehst, eigentlich ist immer Gold angesprungen und Gold ist ja eigentlich schon sehr lange sehr hoch. Ja, wir sind ja schon sehr lange über 2000 und die Aktien sind aber nicht mitgelaufen. Das war früher nicht so. Und jetzt laufen die Aktien mit. Gestern haben wir einige gesehen, 10% gestiegen teilweise, so mittelgroße, kleinere, aber auch ein paar große. Das ist natürlich ganz gut. Die Stimmung an sich hier ist natürlich schlecht, weil wir hier natürlich viele auch kleinere Firmen sehen und die müssen finanzieren. Die Finanzierungsmärkte sind immer noch schwierig. Das heißt, wer jetzt Aktien ausgeben muss, muss oft brutal verwässern, weil die Kurse unten sind. Denn die kleinen Werte, die springen nicht so schnell an. Die brauchen ja immer zuerst die Produzenten, dann die Developer und dann eigentlich die Explorer. Und das, denke ich, werden wir jetzt auch sehen, wenn es so kommt. Aber das hält die Stimmung ein bisschen im Boden. Es gibt ein paar, ich habe mit ein paar Firmen gesprochen, die haben Geld. Die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben auch rechtzeitig finanziert, bevor es richtig schwierig wurde zu finanzieren. Ich habe sogar eine australische Firma getroffen, deren Name mir gerade jetzt entfallen ist. Die hatte fast so viel Cash wie Market Cap. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich immer für mich ein gutes Zeichen, dass man gucken muss, ja, was ist interessant. Und wenn du sagst hier, was ist interessant, da, die Frage stellst du sowieso. Ja, eben. Also Spezialmetalle sind interessant. Was alles, verstehst was du unter Spezial? Alles, was mit Militär und Batterien zu tun hat. Also, das denke ich. Iridium, Wolfram, Titan, so. Wolfram, Graphit, Mangan. Lithium ist vielleicht ein bisschen anders, weil Lithium eigentlich schon von diesen Metallen der Massenmarkt geworden ist, durch die elektrischen Autos, durch die Elektroautos. Da muss man mal gucken. Also wir hatten ja gestern, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, und auch schon die letzten Monate. Lithium hat ja 2022 brutal gewonnen, hatte ein All-Time-High, 80.000 Dollar hat man damals bezahlt. Lithium war super teuer und das war natürlich auch ein Problem für die Elektroautohersteller und die Batterieproduzenten. Jetzt sind wir bei dem Punkt, Lithium hat diese Korrektur praktisch weggemacht, ne? Ein Weihnachtsbaumchart. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf dem Level von Mitte 21 ungefähr. Ist ein recht niedriges Niveau. Es gibt inzwischen Firmen, die sagen, auf dem Level verdienen wir eigentlich kein Geld mehr. Mhm. Ja? Und das ist natürlich ganz spannend. Wenn Lithium 80% korrigiert, wird halt die Übertreibung abgebaut. Aber vielleicht hat man jetzt auch nach unten übertrieben. Das glaube ich nämlich schon. Und das hat ja viel mit dem Markt zu tun. Also man hat ja so diese Stimmung. Gestern sagte einer, das hat auch viel mit den Ölkonzernen zu tun, die einfach sehen, was ihnen an Geschäft langfristig weggeht und das so lange wie möglich herauszögern wollen. Ist eine Meinung, die ich gehört habe, weiß ich nicht. Würde ich so nicht unterschreiben, dass es gezielt ist, das ist Quatsch. Ich glaube aber schon, natürlich macht jeder Lobby. Aber ja, aber das die haben wir schon. Ölkonzerne machen das, die etablierten Autohersteller machen es auch. Ja. In Deutschland war das sehr offensichtlich, das muss man sagen, unter der Regierung Merkel, da wurde alles hinausgezögert. Und jetzt kommen die ganzen Chinesen, die BYDs und NIOs, die wirklich gut aufgestellt sind. Und BYD, habe ich gelesen, bringt ein 11.000 Dollar Auto, ja, was für VW mit seinen hohen Kosten ein echtes Problem ist. Aber vielleicht gar nicht für Mercedes, weil die ja eher ganz oben verkaufen. Deswegen wollen wir ja auch Mercedes eher unten raus, A-Klasse und so weiter einstellen und eher nur oben, weil da kann ich halt auch da die können Marge sie konkurrieren. Genau, ja. Da können sie konkurrieren, da kriegen sie vernünftige Margen. In der A-, B-Klasse verdienst du nicht das Geld, das ein Chinese machen kann, der deutlich niedrigere Lohnkosten hat. Also man muss ja auch, man vergisst ja immer dieses, also ich finde manchmal wirklich momentan, wird an der Börse vergessen, was so die Grundprinzipien sind, die weiterhin gelten. Dass China zum Beispiel, je nach Branche und Produkt, kannst du sagen, ja, die haben 20% der Lohnkosten Deutschlands, ja, oder 30%.
Ja, vielleicht die Summe der Konkurrenz. Genau, da kann man gar nicht konkurrieren. Also man muss besser sein. Leider, oder sagen wir so, für die Welt ist es gut, für Deutschland vielleicht nicht so. Die Chinesen haben halt technologisch aufgeholt, das muss man sagen. Und vor allem in dem Sektor. Genau. In dem Sektor sind sie führend, das haben wir einfach verschlafen. Genau, das hat Deutschland verschlafen. Das hat auch mit der Lobbypolitik zu tun, das hat aber auch einfach mit dem Unternehmen zu tun. Da ist ein Management, das kriegt die Marktstudien wie jeder, und muss sich dann entscheiden, wann steigen wir denn um. Genau, und aber wenn du jetzt gerade weißt, du das ansprichst, ich meine, überlege mal, BMW war zum Beispiel weit vorne. Ja. Und hat quasi dann das ganze Team eingestellt und die ganzen Leute sind dann teilweise nach China gegangen. So, das Know-how, also da ist schon auch, erinnert mich ein bisschen an die Solarindustrie, auch in Deutschland, wo ja wahnsinnig viel Know-how aufgebaut worden ist, aber die Produktion war halt einfach viel zu teuer, weil mit den Lohnkosten kommt man nicht mit. Entweder man hat vollautomatisiert, das ist die einzige Möglichkeit, auch sehe ich, generell einmal für unsere Industrie, entweder wir dann vollautomatisieren, wo man halt früher 500 Leute braucht, haben wir dann noch halt 5 oder 10 Leute. Aber es gab ja auch schon Zeiten, als es, also gerade jetzt, ich sag mal, schon ab den 90ern eigentlich, als klar war, dass wir Konkurrenz mehr bekommen aus billigeren Ländern, produktionskostenmäßig. Und da haben ja viele Autohersteller haben ja schon damals angefangen, die Wertschöpfungstiefe zu reduzieren. Das heißt, du gibst immer mehr raus. Ja, genau. Und ich sag mal, irgendwelche Plastikteile, bei aller Liebe, wie toll Chemie in Deutschland ist, das kannst du ja nicht mehr produzieren. Das lässt du dir zuliefern. Ja, aber und so hast du die Durchschnittskosten gesenkt. Ja, aber da haben wir halt natürlich das Problem der Lieferkette. Fällt sowas aus wie Corona, dann... Dann hast du aber als Lösung, was viele als Lösung sehen, das Nearshoring, dass wir sagen, jetzt wird wieder einiges, was möglich ist, in Tschechien produziert, in Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien oder Türkei, Russland fällt weg, das können wir erstmal festhalten, oder auch Nordafrika, es gibt ja auch genug deutsche Unternehmen, die Nordafrika oder vor allem auch französische natürlich noch mehr, in Marokko oder Tunesien produzieren. Das geht nicht in jeder Branche, ne? Aber es wird gemacht, einfach um mehr Versorgungssicherheit zu haben. Am Ende ist die deutsche Autoindustrie, der Kalenius von Mercedes hat damals gesagt, war das letztes Jahr, wir müssen halt Versorgungssicherheit haben, das ist immer noch oberstes Prinzip im Batteriebereich. Das heißt, all das, was wir an Mineralien brauchen, müssen wir auch liefern können, geliefert bekommen. Und ich denke, man ist nicht ganz auf dem schlechten Weg, aber man muss da ein bisschen mehr machen. Und da muss man auch gucken, ne? So das Gusto ist ja so ein bisschen Lithium-Ionen-Batterien für die Oberklasse sozusagen und für die leistungsfähigen Autos. Und die anderen werden über kurz oder lang ersetzt durch andere Stoffe, die billiger sind als Lithium und vielleicht auch leichter verfügbar. Bei Lithium ist ja die Sache, die Chinesen haben über 50% aller Übernahmen seit 2018 gemacht. S&P Global hat das in der Studie aufgezeigt. Das muss ich mir vorstellen, während viele westliche Unternehmen, wir haben eigentlich in Europa nur in England Rohstoffkonzerne größere, ansonsten Kanada, Australien, USA, wenn man so will, und die machen nicht so viele Übernahmen. Ja, aber Europa ist, seien wir ehrlich, Minen ist in Europa verteufelt worden. Das war der Urbegriff von schmutzig, dreckig, umweltfeindlich und so weiter und so fort. Dass allerdings jedes Produkt irgendwo mal herkommen muss, das sollte auch jedem bewusst sein. Also es ist einfach so, dass ein Smartphone nicht funktioniert, wenn man nicht aus allen möglichen Teilen der Welt Rohstoffe bekommt. Denn, das muss man auch mal sehen, wir haben 200 Jahre länger Industrialisierung als die meisten Staaten der Welt. Das fing in England an, dann kam schon Frankreich, Deutschland und so weiter. Ja, wir haben hier eigentlich alles ausgebeutet. Es gibt ja diesen großen Kupferschild und in Polen wird noch Kupfer abgebaut. Und so ganz vereinzelt in Deutschland gibt es ja jetzt auch wieder, in Sachsen, Initiativen, das Unternehmen, die versuchen, wieder mal einen Kupferbergbau oder so zu installieren. Aber wir haben das einfach alles abgebaut. Und das, was noch da ist, ist einfach viel zu teuer abzubauen. Es sind sehr niedrige Grade, es sind kleine Mengen. Da macht es doch mehr Sinn, wenn wir sagen, es ist viel leichter in Afrika das abzubauen, weil da auch der Part der Umweltzerstörung, der dazugehört. Das muss man sich mal, also der Mensch muss ja leben. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir leben nicht mehr, weil wir sonst die Umwelt zerstören. Wir leben nun mal auf diesem Planeten, wir sind Teil des Planeten. So. Und dann kannst du sagen, okay, wir wollen keinen Zink mehr abbauen. Zink gibt es ein bisschen so in Polen zum Beispiel. Ja. Wir lassen das die Polen machen. Das ist vielleicht ein bisschen billiger. Die haben auch noch mehr und bessere Grade als hier. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das meiste Zeug, wo hohe Grade sind und vielleicht der geringste Umweltschaden, ist in Afrika. Und dann überall da, wo keine Menschen leben. Ja, wenn du irgendwo in der Wüste Rohstoffe abbaust, das ist doch einfach. Der Schaden für die Natur, der Eingriff ist am geringsten. Mhm. Ja.
Und man darf auch selber nicht dann vergessen, wie schnell sich teilweise auch die Natur wiederholt. Genau, das kommt dazu. Interessant ist zum Beispiel, ich war einmal auf den Philippinen. Ja. Dort ist es um ein Nickelprojekt gegangen. Und das Nickelprojekt, Nickelaterit, das war an der Oberfläche. Das heißt, du hast aber das Gebiet eigentlich von der Luft am besten gesehen. Weil dort, wo das Nickelaterit war oder ist, wächst nichts. Da wächst nur Gras, aber keine Bäume. Da wuchs auch vorher nichts. Ja, da wuchs auch vorher nichts. So, wenn du das aber abbaust und rekultivierst, was ja alle Firmen, die westlich kommen, ja auch machen, dann wächst danach sogar mehr als davor. Du siehst, du brauchst ja gar nicht so weit reisen, mein Lieber, auch wenn du es gerne tust. Geh mal ins Ruhrgebiet, wo Kohle abgebaut wurde über Jahrhunderte, ja. Und wie zum Beispiel die Städte wie Dortmund und Bochum was gemacht haben, damit dann alte Kohlereviere auch renaturiert werden. Das findet ja, hat ja sogar in Deutschland stattgefunden. Wir wissen, dass es geht. Und wir haben auch, Deutschland hat ja auch ein gutes Beispiel. Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen wir mehr Wald haben, weil seit den 80ern ja große Initiativen gemacht wurden, weil das Thema Waldsterben. Und wir haben heute mehr Wald als damals. Ja, wir auch. Wir wachsen Österreich jedes Jahr um 4000 Hektar. Ist ja, das ist doch super. Es ist ja nicht alles schlecht. Da sind ja die Deutschen immer ein bisschen piefig und reden alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht und bei euch ist alles gut in Österreich. In Deutschland ist auch vieles sehr gut. Vieles funktioniert ja sehr gut. Ja. Also. Ja. Jetzt fällt mir leider kein Spruch ein, sonst hätte ich irgendwann raus. Irgendwas gegen die Preußen wird dir schon einfallen. Aber nicht jetzt, aber bist noch viel zu früh im Morgen. haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Hast du einen speziellen Tipp? Willst du irgendwo sagen, die Aktie muss ich unbedingt auf der Watchlist haben? Ich habe echt eine lange Watchlist, weil ich schon relativ lange glaube, dass der Markt niedrig bewertet ist, also viele Explorer und Developer. Und ich habe auch ein paar Sachen probiert, wie zum Beispiel Marathon Gold, die dann ganz billig weggekauft wurden von Calibre, da hat Calibre Gold, Calibre Minerals Calibre. Heißen die, Minerals, ja. Super Firma, finde ich cool. Ja, finde ich auch, super Firma. Hohe Cash-Position. Jetzt bauen sie dieses Valentines-Projekt von Marathon, was sie für einen Apfel und ein Ei bekommen haben. Ja. Also das kann ich mir vorstellen, dass das nicht ewig so bleibt, dass die Aktionäre das mitmachen. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt wieder mehr Übernahmen gibt, weil gerade die Großen, da bluten die Reserven wirklich aus. Ne? Die haben wenig investiert, wie Barrick und Newmont und alle warten drauf. Der Barrick-Boss, der Bristow, redet seit Jahren davon, was er im Kupferbereich zukaufen will und im Goldbereich. Und eigentlich entwickelt er noch diese Mine in Pakistan, die aber sehr teuer ist, wo einige sagen, geopolitisch schwierig, also Pakistan halt. Und es ist, ich glaube, mehr Gold als Kupfer. Und eigentlich will er einen Kupferbereich. Ja. Da ist bisher nichts passiert, aber Barrick zahlt eine Dividende, hat Aktienrückkäufe. Ne? Ja, ist eine Olle. Ich meine, man darf eines vergessen, sie versuchen nicht die Fehler zu machen wie in die 2000er. Genau. Weil in die 2000er haben es gekauft, auf Teufel komm raus, alles teuer, alles Ding und nachher sind die Riesenabschreibungen gekommen. Mit der Riesenabschreibung war ja Barrick praktisch vor 10, 12 Jahren fast von der Pleite. Ne? Die Bilanz war ja total ausgeblutet. Ja, genau. So, das wollen die vermeiden, aber trotzdem müssen sie auch unsere Reservenlagen aus. Weil das, was wir haben, viele Minen, die in westliche Konzerne haben, werden ja schon teilweise seit 50 Jahren betrieben. Ja, und dann ist es doch klar, dass irgendwann das Material weg ist, die gerade sinken, man mehr Geld investieren muss, mehr Gestein bewegen, um dieselbe Menge an Material zu bekommen. Und dann sind wir wieder beim anderen Thema, zurück beim Zink, was ich vorhin gesagt hatte. Leute, also das ist ja auch so ein bisschen eine europäische Einstellung, aber das höre ich auch viel hier in Kanada und USA. Man will, klar ist man für saubere Energie oder Infrastruktur und Autobahnen und Züge, aber nicht in meinem Garten. Ja, klar. Not in my backyard, sagt der Amerikaner, die NIMBYs. Und das muss man sagen, in vielen westlichen Ländern, Deutschland leider auch, haben wir halt viele NIMBYs. Ne? Die sagen, ja klar will ich, dass der Windstrom aus der Nordsee auch bei den Autozulieferern in Bayern und Baden-Württemberg landet. Aber in Bayern und Baden-Württemberg und in Hessen und Niedersachsen überall meckern Leute, dass sie da jetzt die Leitungen legen müssen. Ja? Es dauert alles viel zu lange, weil es ständig blockiert wird. Ne? Ja. Und dann sage ich mal bei so Beispiel, wir wollen keine Zinkminen in Deutschland, okay, dann sollten wir uns fragen, brauchen wir noch Kühlschränke für unsere Lebensmittel? Ja, wir wollen keine Silberminen, brauchen wir noch Kühlschränke. Wir müssen noch gar nicht zum Smartphone gehen. Na, ich glaube, für die meisten Leute ist das Smartphone wichtiger als der Kühlschrank. Ja, das glaube ich auch. Oder wenn es um Photovoltaik geht, weil ohne Strom geht weder der Kühlschrank noch das Smartphone. Genau. Also wir müssen schon was machen. Und Rohstoffe werden gefragt bleiben. Und wenn du investieren willst und 3, 5, 6, 7 Jahre hast, man so ein bisschen langfristig investiert, da kann man gucken nach solchen Filmen wie Calibre, was wir hier hatten als Thema. Man kann auch sagen, warum nicht Barrick? Ja. Weil selbst wenn die jetzt mal eine Übernahme machen von einem mittelgroßen Produzenten,
die sind alle günstig bewertet, relativ günstig bewertet. Sie können wohl bloß die Aktienkurse nicht so wirklich als Währung einsetzen, ja, weil der Aktienkurs selber von Berg kacke ist. Ja, aber eigentlich machen sie es jetzt alle momentan. Momentan naja, nur mit, ist ja klar, weil du wechselst ja billig mit billig wechselst. Ja, also genau. Von daher ist es wurscht. Es gibt ja, ja nicht wirklich eine richtig teure bewährte Rohstoffaktie, genau, da. Nee, gibt's auch nicht. Aber ja, die einzigen, die halt Cash bezahlen, sind momentan die Chinesen. Da haben wir eine Übernahme gesehen mit Osino in Namibia, mhm, auch ein kanadisches Unternehmen, Osino Resources. Und Yantala ist die chinesische Firma, glaube ich. Die haben halt Cash bezahlt. Mhm. Ja, und das sehen wir ganz selten, dass wirklich bar eine Übernahme. Ja, weil es einfach Geld trotzdem knapp ist, weil ich muss ja dann nachher das Geld in die Exploration, in die Produktion stecken. Da sind wir wieder bei den Reserven der Goldfirmen. Ja. Die müssen die Reserven ausbauen, sie müssen investieren, sie müssen was tun. Ja. Und dann vielleicht noch ein Thema, ich glaube, wir reden schon zu lange, ne? Ich glaube, wir reden schon relativ lang. Okay. KI, da habe ich auch ein gutes Gespräch gestern geführt mit einer Firma aus New Brunswick und ganz im Osten Kanadas. Und die setzen das schon ein. Also diese Software gibt es schon ein bisschen länger. Ja, zum Modellieren wahrscheinlich. Genau, zum Modellieren. Und sie wurde jetzt stark noch verbessert in den letzten Jahren. Also es war jetzt, bevor schon dieser ChatGPT-Knall kam, dass es diesen Softwareanbieter gab, der das probiert hat. Und jetzt setzen sie halt die KI-Fähigkeiten noch stärker, sodass du zum Beispiel, und dann sind wir wieder bei der Umwelt, du drillst, ja, du bohrst Löcher und du musst vielleicht gar nicht mehr so viele bohren, weil du viel intelligenter bohren kannst. Ja. Und wenn du dann immer das bestätigt bekommst, das Ergebnis, dass das Modell dir die Frage ist, ob die NI 43 1 und 1 das dann anerkennt. Das ist dann auch wiederum ein anderes Thema. Genau, weil das ist ein regulatorisches Thema. Regulator und wir wissen, aber ich kann mir vorstellen, irgendwann nach so viele Firmen. Ja, ja. Das ist gut. Und in der Exploration am Anfang ist es ja egal. Gerade bei der Exploration. Ich habe gestern oder vorgestern wieder News gesehen, dass die jetzt KI einsetzen zum Modellieren, nicht zum Modellieren, sondern alle Daten, die drinnen, Geophysik, Geochemie, die Bohrlöcher, die schon da sind, um das dementsprechend besser zu qualifizieren, genau, damit sie bessere Qualität haben zum Bohren. Ja. Und damit wird auch viel Geld sparen. Da wird viel Geld sparen. Da kommt was auf die Firmen zu, die müssen das lernen, die Geologen im Prinzip. Dass sie modellieren können mit einer KI. Aber die KI hilft einem da. Mhm. Also da merkt man auch, dass die KI kommt. Und das wird auch die Welt verändern ein wenig. Letzte Frage jetzt. Ja. Wo steht Gold nächstes Jahr bei der BIDEC? Nächstes Jahr, also ich glaube, nächstes Jahr haben wir einen Tick niedrigere Zinsen. Ich mache mal eine, ich bin ja wie du Volkswirt quasi. Ich mache mal eine These. Jetzt hat man gesagt, die FED wird die Zinsen senken. Das sind ja die entscheidenden Zinsen am Ende. Mhm. Alle orientieren sich an denen. Die FED wird die Zinsen senken, erst ist es im März und dann haben die zwei Aussagen gemacht, dass sie es nicht machen. Und dann war die Wahrscheinlichkeit niedrig, jetzt heißt es Juni. Ich sag mal so, die US-Wirtschaft läuft noch so stark, ne? Das GDP Now Forecast der FED, also die Vorhersage der wirtschaftlichen Entwicklung, war jetzt bei 2,9% für das erste Quartal, jetzt sind sie ein bisschen runter auf 2,1, was immer noch brutal gut ist. Ja, genau. Das heißt, die US-Wirtschaft läuft noch, ja, im Großen und Ganzen. So, warum sollen die jetzt die Zinsen senken? Warum sollen sie nicht das Pulver aufbewahren? Ja. Und im Juni sagen die, hallo, die Arbeitslosigkeit steigt kaum. Wir haben eigentlich nur Probleme auf dem Immobilienmarkt und damit bei den kleinen mittleren Banken, die da viele Kredite vergeben haben. Also Büroimmobilien, das Stichwort. So, und sonst haben wir eigentlich keine Probleme in der Hinsicht. Warum soll man senken? Warum soll man dann senken? Und die Wirtschaft scheint sich ja angepasst zu haben. Und ich habe auch mit einem Unternehmen aus Deutschland jetzt geredet. Die sagten auch, als die Benko-Pleite kam mit der Sigma Holding, da war erstmal Stillstand in der Branche, ne? Und 6 Monate später, als ich mit ihm gesprochen habe, sagte er, die haben sich angepasst. Es läuft wieder was. Und jetzt sind ja die Zinsen in Deutschland tick gesunken, also tatsächlich Zinsen für Kredite. Und wenn nicht viel, aber die Firmen passen sich an, der Verbraucher passt sich an, der potenzielle Häuslekäufer wird sich auch anpassen müssen. Bei dem ist es wahrscheinlich noch am schwierigsten. Und so wird es auch in den USA sein. Das heißt, ich glaube, die Zinsen werden vielleicht nicht ganz so schnell sinken, wie alle glauben. Nicht im Juni, vielleicht sogar später, solange die Wirtschaft so läuft. Und ich kann mir das vorstellen. Was heißt das für den Markt? Das heißt für den Goldpreis. Niedrige Zinsen sind gut für Gold. Das war immer so. Klar, Gold bringt keine Zinsen, sondern es ist ja der Aufbewahrungswert vor allem bei Gold. Das Vertrauen in Gold als Aufbewahrungswert. Und Gold profitiert dann von niedrigeren Zinsen. Mhm. Ich glaube, es dauert nicht so lange. Und dann muss man sehen, wir haben ja trotzdem Inflation ein bisschen. Das ist auch gut positiv für Gold. Und das Dritte ist, sollte die US-Wirtschaft dann doch abrupt in die Rezession gehen, was ich nicht ausschließen würde. Ist nicht das Hauptszenario, glaube ich, aber das kann ich nicht ausschließen. Das macht auch keiner. Wo sind wir beim Gold? Dann wird Gold eigentlich
Heißt das, es gibt keine Faktoren, die wirklich negativ sind, außer dass vielleicht die Zinssenkungen ein bisschen später kommen oder vielleicht kleiner ausfallen? Oder vielleicht machen die einfach zweimal 25 Basispunkte und dann wird Gold profitieren. Und dann ist Gold vielleicht nächstes Jahr bei 2,3. Ja, hallo, 2,3, das habe ich für diese PIDIC schon erwartet. Das haben wir gerade $150 entfernt. Ja, ist nicht weit weg, hast recht. Muss ich optimistischer sein? Ich weiß nicht, aber ich würde mal sagen. Gold. Ja, dann 2,4. Okay. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist wirklich schwierig. Ja, keiner kann es sagen. Punktlandung zu prognostizieren ist schwierig. Was man sagen kann, die Tendenz ist eher steigend. Ja. Und es hat auch damit zu tun, wenn man bei Bitcoin ist ja so, dass die Flüsse in den ETF den Preis hochgetrieben haben. Ja. Die Zulassung am 11. Januar in den USA hat den Markt verändert. Bei Gold ist es momentan so, wir haben eigentlich jetzt 2 Jahre Abflüsse in den ETFs und Gold hält sich trotzdem über 2000 und hat ja heute Morgen das Allzeithoch erreicht. Trotz ETF-Abflüssen. Und das spricht doch eher dafür, dass mir das massiv schreit. Deswegen glaube ich, deine 2,4 sind viel zu niedrig. Ich bin also Pessimist und du bist der Optimist. Ja, genau, ich bin der Optimist. Dann bin ich doch der Piefke. Danke dir. Vielen Dank. Ja, das war's von der PIDIC 2024. Und dann schauen wir, ob wir über 2,4 stehen oder nicht. Wer weiß, Gold enttäuscht immer.